Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute ist Kakerlaken-Party-Zeit, das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesamten Anrufe aus der vergangenen Woche, nur eben zusammengefasst ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesen neuen Telefonaten. Guten Tag. Hallo? Ja? Hallo, schönen guten Tag, Herr Angelo Merte. Ja. Merte, ja. Ja, genau. Timo Roster am Apparat und ich melde mich von der FCA. Ich rufe Sie an, weil... Hören Sie mich? Ich höre mir, ja. Ja, ich rufe Sie an wegen einer Auszahlung. Ach, ja, dann mal los. Wie bitte? Ja, dann mal los. Wie viel denn? Okay, das ist Auszahlung von das Geld, das Sie mit Onlinehandel verloren haben. Hab ja nichts verloren, aber wie viel ist denn da zum Auszahlen? Also vielleicht, Sie haben angefangen mit einem kleinen Kapital und Sie haben verloren Ihre Profite bei Blockchain oder ich weiß es nicht, was ist passiert zum Beispiel. Ja, wie viel Geld ist denn da? Also, ich habe einen Betrag mit 5.000 € auf Ihrem Konto mit deinem Namen. Also, ja, den Herr Angelo Merte, angelo.merte@outlook.de, ja? Das nehmen wir das Geld, ja. 5.000 €. Ja, das können Sie direkt an die E-Mail-Adresse auf das PayPal-Konto überweisen. Also, Moment. Ich kann nicht per Post oder per Flugzeug oder per so... Nee, PayPal, etwas. Nicht Post. PayPal. PayPal, haben Sie einen Computer vor sich? Nee, aber Sie haben doch die E-Mail-Adresse, da können Sie das direkt an PayPal überweisen. Ich kann nicht so machen, wenn Sie helfen mich mit Ihrem Computer, wir machen beide. Also, wenn ich mache selber bei PayPal, ich möchte nicht rufe Ihnen für dieses Thema, ich schicke Ihnen bei PayPost oder per was so. PayPal, nicht Post. Auch PayPal ist so wie Post zum Beispiel. Nee, PayPal ist nicht wie Post. Ich verstehe Ihnen. PayPal, zum Beispiel, wenn ich anfange mit PayPal, schicken Ihnen Ihre Geld. Ja. Für was ich rufe Ihnen? Momentan. Ich rufe für machen diese Auszahlungsprozedur beide. Ja. Verstanden? Ja. Mit Ihrem Handy. Haben Sie AnyDesk bei Ihrem Handy? Wie meinen Sie das? Was ist denn das? AnyDesk. Kann ich buchstabieren es Ihnen? Wenn ja. Sie gehen bei Google oder... Haben Sie AnyDesk? Nee, was ist denn das? Ich kenne das nicht. Was macht denn das Programm? Dieses Programm, wir machen die Auszahlungsprozedur. Ich zeige Ihnen, wo steht Ihr Geld bei Blockchain und wir machen diese Prozedur beide, okay? Ach so, aber ich habe noch nicht verstanden, was jetzt dieses dieses AnyDesk da genau macht. Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Also, wissen Sie, was ist nicht? Nee, habe ich noch was nicht verstanden. Was ist AnyDesk? Okay, AnyDesk, wir machen diese Prozedur beide. Was ist das? Ihre neue Nummer und wir machen beide diese Prozedur. Sie sehen bei Ihrem Computer Ihr Geld. Ich komme bei Ihrem Computer, bei AnyDesk. Wir machen beide direkt Ihre AnyDesk. Ich sehe in Ihre AnyDesk, wo sind Ihre Geld. Und Sie sehen auch Ihre Geld, wo haben Sie verloren. Und wir machen diese Prozedur Auszahlung. Auszahlungsprozedur, wir machen beide, okay? Ich weiß, Sie sind ein bisschen skeptisch, weil Sie haben verloren und Sie wissen das nicht. Weil Sie denken, jeder Tag, Sie haben verdienen. Aber ist Ihre Möglichkeit, wenn Sie möchten, Ihre Auszahlungsprozedur? Ja, das möchte ich haben, das Geld, ja, na klar. Okay, Ihre 5.000 Betrag, Euro, ja. Okay? Ja, ja. Gehen Sie bei AnyDesk, wenn Sie möchten, momentan machen? Na, wie gehe ich da jetzt hin? Wie bitte? Wie meinen Sie das denn jetzt mit dem AnyDesk? Ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden. Sie sagen immer nur irgendwas mit, Sie gucken also, und dann Computer weiß, und... Ja, bitte. Nein, bei Computer. Ich kann erklären, oder darf er mich, oder nicht? Ja, dann erklären Sie es mal. Bis jetzt haben Sie es ja noch nicht erklärt mit dem AnyDesk. Gehen Sie bei AnyDesk. Sie muss geben mir Ihre neue Nummer bei AnyDesk. Und wir machen beide AnyDesk machen. Und ich sehe Ihre Computer, Ihre Google. Und ich zeige Ihnen, gehen Sie bei Ihrem Konto und... Ich zeige Ihnen, wo sind Ihre Geld bei Blockchain und ich mache diese Prozedur. Für Sie. Ja, Sie sehen alles und ich mache für Sie, okay? Ja, also mache ich das jetzt am Computer. Machen einfach, AnyDesk machen einfach alles.
Ja. Anydesk ist nicht so sehen oder was. Ja. Ich mache einfach. Ich kann nicht, wir sind Online-Trading. Mhm. Anydesk ist Online-Trading. Anydesk ist nicht, zum Beispiel, ich habe nicht Ihr Geld bei Hand. Ich habe bei Krypto Ihr Geld. Wissen Sie, was ist Krypto? Krypto, Sie sehen nicht Geld und ja, Sie fassen nicht. Ja. Ja, etwas so. Sie verdienen mit Prozent etwas, okay? Weil, okay. Möchten Sie machen diese Auszahlung von 5.000 Euro zurück? Na klar, jetzt? Wenn da 5.000 Euro einfach so da sind, dann nehme ich die. Ja, da. Natürlich. Mhm. Haben Sie eine Desk momentan? Nee, habe ich ja gesagt, ich kannte das Programm ja noch nicht. Soll ich das runterladen? Gehen Sie bei Google oder Play Store. Was Handy benutzen Sie bitte? Na, einen Microsoft-Computer. Microsoft, okay. Computer oder Handy? Na, Computer. Handy gibt doch gar nicht mehr Microsoft. Okay, gehen Sie bei Google und schreiben Sie Anydesk. Kann ich buchstabieren es Ihnen oder wissen Sie, was ist das? Nee, na, habe ich Ihnen ja gesagt. Ich weiß nicht, was das ist. So, dann sagen Sie mal, dann mache ich jetzt meinen Firefox auf. Ich buchstabiere es Ihnen. Ja. A wie Amerika. N wie Nordpol. A wie Anton, Moment. Anton Beispiel oder N wie Nordpol, Nord. Ja. Also A wie Anton, N wie Nordpol. Ja. Dann ja, Y. Ein Y wie Y, ja. Ja, Y, D wie Dora. Ein D wie Dora. Emily. Eine Emily, ja. S. Ein F Siegfried. Oder ein, ach so, ein Siegfried, ja. S wie Siegfried. Ja. K wie Kaufmann. Ein Gabi Kaufmann, ja? Ja, genau. Gehen Sie bei Google und machen Sie diese Prozedur. Ich mache auch für Sie selber. Mama. Na, soll ich da nicht anydesk.com schreiben? Weil wenn ich jetzt erst auf Google gehe, dann anydesk. Kommen Sie damit ja wieder nicht zurecht. So, dann mache ich jetzt mal anydesk.com, weil dann kann man nämlich den langen Weg über Google sparen. Moment. Wo dann gleich die ganzen Warnungen stehen. Hm? Ja. Support. Sind Sie bei Google jetzt? Nee, bei anydesk.com. Sind Sie bei anydesk.com? Ja, und jetzt herunterladen. Access now. Download ist unten. Download now. Das ist ja gleich ganz oben. Da steht jetzt herunterladen. Ich hab's ja hier auf Deutsch. Okay, ich habe Englisch. Moment, ich mache deutsche Sprache auch. Ja. Okay. Support. Genau, müssen wir erstmal gucken, wie das heißt. Access. Genau. Greifen Sie jederzeit ja. auf jeder Gerät zu, egal wo Sie sind, sicher und schnell. Jetzt herunterladen, okay? Haben Sie gemacht? Ja, ich glaube schon, dass das jetzt geklappt hat, ja. Ich bin okay. mir da sicher. Wir warten beide. Achso, ich soll das jetzt noch installieren, das Anydesk. Wie bitte? Also jetzt soll ich das installieren, ja? Also. Ja, jetzt. Ja, Installation. Besser für Sie, Installation. Ja, Installation. So, jetzt habe ich das installiert, ja, ist drauf. Okay, ist allein bei Ihrem Computer jetzt? Wie? Anydesk? Na, habe ich drauf jetzt, ja. Ist installiert. Okay. Ja. Ist installiert, so wie Sie sagen. Okay, ja. Gehen Sie rein bei Anydesk und gib mir neue Nummer bei Anydesk. Die Nummern, die da bei Anydesk stehen, soll ich Ihnen sagen. Also da, wo Ihre Adresse steht. Moment, gehen Sie bei Anydesk rein bei Anydesk. Und ja, Sie habe. Hab das offene Programm. Sind Sie rein bei Anydesk? Ja, ich bin da rein, ja. Okay, Sie haben neun Nummer mit roter Farbe, neun Nummer oben. Ganz oben. Enter Remote Address und unten ist. Ja gut, rot ist jetzt nicht ganz, ich würde eher sagen, es ist so ein Aprikofarben. Neun Nummer Sie haben ja, da. Ja, genau. Okay, zeig mal. Wie, zeig mal? Also, wie soll ich denn dir das zeigen? Sie haben neun Nummer da? Ja, da sind neun Nummern. Fängt mit einer 7 an und hört mit einer 8 auf. Okay, ich mache diese Prozedur, wenn Sie anfangen mit 9 Nummer, gib mir 9 Nummer und wir machen beide zweite Anydesk, Ihre Anydesk und meine Anydesk. Können Sie mir nicht okay. Ihre Nummer geben? Meine Nummer? Ja, von Ihrem Anydesk. Für was? Na, dann kann ich auch bei Ihnen gucken. Bei mir? Ja. Ich habe nicht rein meine Anydesk, meine Nummer. Ich habe automatisch Anydesk. Achso, Sie haben automatisch Anydesk. Ja. Ja. Wir sind von FCA, wir sind nicht Günther oder was so. Oh, okay. Wir sind große Behörde. Ich habe nicht für sich eine neue Nummer. Okay, ja. Können Sie geben mir neue Nummer?
Ja. Sagen Sie mal, funktioniert der Betrug eigentlich oft? Wie bitte? Ob der Betrug ziemlich oft funktioniert oder fallen da eher wenig drauf rein mit dem Anydesk? Weil das ist ja hochgefährlich, wenn man da fremde Leute auf dem PC lässt. Zum Beispiel, wenn ich bin Betrüger, was kann ich Dieb oder was kann ich verdienen von Ihrem Computer, wenn ich bin rein bei Ihrem Computer? Ihre Foto zum Beispiel mit Ihrer die Cookies Frau. Klauen. Sie können die Cookies klauen, die Login-Seasons von meinen Guck ganzen mal. Konten. Guck mal. Wenn ich gucke Ihre Google, Sie sind vor sich bei Ihrem Computer. Ja. Sie sehen, was ich schaue. Ja, solange Sie meinen Bildschirm eingeschaltet lassen, ja, den können Sie ja schlafen. Moment, bitte schön. Ich weiß, Sie sind skeptisch, weil das ist ein neues Programm für Sie. Ich weiß das. Ja. Ich habe auch Ihre... Das ist ganz neues Programm. Ich verstehe Ihnen. Mhm. Aber wenn ich bin rein bei Ihre private Foto, dass Sie muss blockiert Ihre Anydesk. Ja. Wenn ich bin mit dieser Auszahlungsprozedur, das für das ich bin. Hier aber bei warum Anydesk. Wollen Sie mir denn bei der Auszahlung zugucken? Wollen Sie das Passwort denn ergaunern von meinem Bankkonto? Moment, Sie haben nicht mich verstanden. Ja genau, also, den richtigen Hintergrund habe ich noch nicht verstanden. Ja, ich verstehe, ist besser auch für Sie und ist... Vielleicht erklären Sie unseren Zuschauern das mal. Also, Ihr Geld, ich mache die Auszahlungsprozedur bei Ihrem Computer. Ja. Verstanden? Ich kann nicht machen bei anderen Computer Ihr Geld. Ja. Verstanden? Ja. Bei Blockchain. Ihr Computer, Sie sind, wenn zum Beispiel ich habe Adresse bei Ihrem Computer oder Access bei Ihrem Computer, ist verboten für mich, wenn Sie sind nicht vor sich bei Ihrem Computer. Wenn ich bin alleine, ist verboten für mich. Ja. Und was machen wir da jetzt genau? Also Sie wollen jetzt auf meinen Computer also und wenn genau ihr den Trojaner installieren oder bei wie Ihrem Computer, ich gehe und Sie sehen, was ich mache bei Ihrem Computer. Wenn ich habe ein bisschen Access mit Sie, nicht selber. Ich mache Access mit Sie. Wir sind beide, nicht selber. Ja, Sie wollen ja auf meinen Computer gucken. Da wollen Sie ja drauf gucken und dann wollen Sie sehen, wie ich meine Maus bewege. So, guck mal, bitte schön. Ich brauche nicht Ihre Foto oder so. Ich bin keine Pedo dafür. Ich habe eine Frau. Ist ja schon mal was Gutes. Meine Arbeit ist für... Ich habe... Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Das ist meine Entscheidung für diese Arbeit. Für FCA. Ja. Und ich brauche nicht mehr von anderen Personen, wenn ich bin so... Ich bin verloren mit dieser... Meine Arbeit. Okay, ja. Weil ich habe auch Kamera, zum Beispiel. Ich habe auch kontrolliert meine Computer und meine Kopfhörer. Verstanden? Weil das eine sicher arbeitet. Nicht zum Beispiel, ich gehe bei einem Kaffee trinken und ich mache diese Prozedur. Nein. Ich habe kontrolliert in meinem System. Wenn ich mache etwas so verboten bei Ihrem Handy, bei Ihrem Computer, bei Ihrem Foto, es ist verboten für mich. Ich habe Probleme mit Polizei später zum Beispiel. Verstanden? Ja. Oder mit meinem Chef. Es ist verboten. Sie denken nicht so. Ich habe, warte einen Moment, wie viel Kamera bin ich? Ich ja, aber Sie sitzen hier doch im Ausland. Da kann Sie doch gar keiner erreichen. Wie bitte? Ich sage, Sie sitzen doch im Ausland. Warum haben Sie denn da Angst vor der Polizei? Ich meine, Sie rufen ja auch bei mir an. Da kann Sie ja gar keine Angst vor der Polizei haben. Zum Beispiel, ich habe nicht Angst vor Polizei, weil ich habe nicht schlecht gemacht. Aber wenn ich mache etwas so, ich gehe direkt bei Polizei oder bei meinem Chef, bei Manager oder etwas so. Verstanden? Aha. Mache nicht Angst für das. Möchten Sie Ihre neue Nummer für die Auszahlungsprozedur? Wir machen beide. Sie sehen, was ich mache und ich habe ein bisschen Access von Sie. Ich habe aber noch eine andere Frage. Mit FCA meinen Sie da FCA, also FCA oder FCH? FCA. Also ein A, nee, ein F wie Friedrich, ein C wie, weiß ich nicht, wie... Cäsar. Ja, genau. Und ein A wie, Amerika, Anton, so. Aha, also FCA. Und was ist FCA genau? Können Sie mir das erklären? FCA kontrolliert die Trading-Geschäft zum Beispiel. Aha. Also, ist eine große Behörde, kontrolliert alles, zum Beispiel, sie haben
mit einem schlechten Unternehmen gemacht, eine Erfahrung, und dieses schlechte Unternehmen hat eine schlechte Prozedur, ja, oder Prozedur nicht, eine schlechte Erfahrung für Sie gemacht. Weil eine Expert, wenn er sagt Ihnen, gehen Sie investiert bei Gold und Sie verloren ja, mit Gold. Interessiert mich doch aber jetzt gerade nicht. Mich interessiert, ob Sie in London sitzen. Wie bitte? Ob Sie in London sitzen. Bei London interessiert was? Interessiert bei Na, London? Na, ob Sie in London sind. Weil Sie rufen mir auch mit einer englischen Telefonnummer an und FCA wird sich halt von. Ich verstehe Ihnen, wir sind europäisches Schaff. Nee, also. Europäische. Ich weiß. Ist ja komisch, was Sie da so von sich geben. Das ist. So, guck mal. Die haben Filiale in London, in Feins. Filiale? Ausfleisch. Aber es ist doch eine Behörde. Wie kann denn eine Behörde eine Filiale haben? Das verstehe ich jetzt nicht. Also, FCA ist alles in dieser Welt. FCA ist nicht nur in Berlin oder etwas so. Ja, also dass das alles Blödsinn ist, das wissen Sie ja, glaube ich, selber, was Sie da erzählen. Das passt ja alles von hinten nicht. Das ist ja eigentlich nur noch also, albern. Sie sind eigentlich sehr bin ich ja auch jetzt um Anydesk. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen über Anydesk jetzt aufklären, wie gefährlich das eigentlich ist, das Programm. Also ich... No? Ja bitte, ich habe keinen Bock, wenn Sie sind jederzeit skeptisch mit mir. Ja, aber es gibt ja kein Geld. Das ist ja von vornherein gelogen, weil ich habe ja nie Geld investiert. Sie versuchen ja nur Leute zu betrügen, die schon mal reingefallen sind. Die versuchen Sie jetzt nochmal zu betrügen. Verarschen Sie mich jetzt oder was ist passiert, bitte? Nee, Sie versuchen ja mich zu verarschen. Und Sie wollen ja jetzt den Leuten, die schon mal Geld verloren haben, nochmal Geld klauen. Das ist ja ekelhaft. Und also, dann wollen Sie Moment. Auch noch einen Datendiebstahl vom PC begehen. Also, Moment. Sie wissen alles, was ist Trading online. Online-Trading. Ja, Sie wissen. Und Sie haben gesagt, ich habe keine Erfahrung. Und ich habe hier... Ja. Ich habe hier Ihr Betrag mit 5.000 Euro. Sie ja, aber wo haben Sie haben den denn her? Ich weiß es nicht, wo haben Sie Ach, gemacht, so, aber ich habe Ihre Mail alles für Sie. Möchten Sie die Auszahlungsprozedur 5.000 Euro, weil ich habe keinen Bock für verloren, weil ich habe viele Kunden mit mehr Geld, so wie Sie. Sie haben also, 5.000 Euro, Sie verdienen bei einem Monat halb. Und eine halbe Monat oder zwei Monate, Sie verdienen 5.000 Euro. Aber ich habe alle andere Kunden mit 100.000 Euro verloren. Ja, ja. Verstanden? Ist ja Quatsch. Möchten Sie... Wie bitte? Ich sage, es ist ja Quatsch. Sie erzählen mir bloß irgendwelche Märchen, damit die Leute dann... Möchten Sie auf den PC die Auszahlungsprozedur, weil Sie möchten bis viel Information, Sie sind eine... viele Informationen. Hören ja. Sie mich? Sie ja, sind ja, eine Lerner, ich hören, glaube, ja. oder was... was Sie... Möchten eine Lerner Sie sind, oder bin ich eine Lerner für Sie? Es ist meine Aufgabe. Lerne alles für Sie machen. Was ist alles das? Informationen, ich habe gegeben und Sie haben gesagt, so. Nein, ich habe keine Erfahrung. Möchten Sie die Auszahlungsprozedur oder nicht? Gib mir neue Nummer bei Ihrer Anydesk und ja, wir machen beide. Wo kommt denn beide. Das Geld her? Wo kommt? Ja. Sehen beide. Wir sehen beide, wir machen beide die Auszahlungsprozedur bei Blockchain und ich mache diese alles für Sie bei Ihrem Konto. Ja, aber Verstanden? Warum habe ich denn da jetzt auf einmal 5.000 Möchten Euro? Möchten Sie oder nicht? Sie haben viele. Warum? Ja, Möchten ich Sie? Nicht. Ich habe keinen. Ja. Wenn Sie anfangen beide, ich sage Ihnen, das hier steht Ihr Geld, hier steht das. Sie warum haben sind viel. Sie denn warum? So? Ja, ich habe ein bisschen Stress mit Sie, weil Sie sind ein bisschen viel skeptisch. Wo ist meine Schuld zum Beispiel? Zeig mal. Ja, aber woran soll ich denn skeptisch sein? Ich habe ja nicht aber gesagt, dass mit ich skeptisch mir? Bin. Sie weiß sind ja, skeptisch mit diesem Modell. Sie reden mit mir, so wie Sie. Ich habe eine Schuld mit Sie. Ich habe etwas so verloren für Sie. Ja, aber ich habe doch nichts verloren. Sie haben nicht verloren. Es genau. ist nicht mein... Es ist nicht meine Entscheidung. Wir ja. erklären alles für eine. Ja, aber Sie wissen eine... doch schon, dass das kriminell ist, was Sie machen. Wie bitte? Sie wissen schon, dass das kriminell ist, was Sie da machen, ne? Das ist Betrug. Gewerbsmäßiger Betrug. Wer ist Betrug? Na, Sie. Ich? Ja. Wo habe ich Betrug gemacht? Na, Sie haben es ja versucht. Sie wollten ja mit Anydesk auf meinen Rechner, um mir Geld abzuleiern, zu ergaunern. Guck mal. Wenn Anydesk. Soll ich denn hingucken? Wenn Anydesk, nein, Sie sehen nicht mehr, gar nichts. Also, ja. Sie
Das ist Sie sind Betrüger, richtig. Sie können ja, ja nicht mal vernünftig ja. Deutsch und versuchen jetzt hier einfach mal in Deutschland Herr, die Leute zu bitte, ich bin Betrüger, ich bin Betrüger. Ja. Warum sprechen Sie mit mir so? Ich habe warum sind eine... Sie denn nicht ehrlich? Warum? Ich habe nicht Ihr Gesicht hier, weil ich möchte nicht sehen Ihr Gesicht. Ich habe meine Prozedur ist, Sie sind sehr skeptisch mit mir und ich fick deine Mutter, okay? Sie verarschen mich jederzeit. Sie haben verloren 5.000. Okay, wenn Sie möchten, 5.000 Euro, wir machen beide jetzt. Wenn Sie möchten nicht, ich gebe nicht so Informationen und Sie sagen mir, Sie sind Betrüger. Für was ja, aber Sie glauben doch nicht Betrüger. Ernsthaft, dass ich noch mit Ihnen weiterrede. Möchten Sie, ich habe ein Problem später mit meinem Chef, weil Sie sagen Ihnen, ich bin ein Betrüger, ja? Ja, sind Sie doch auch. Ich bin Betrüger. Ja. Genau. Und mein Chef sagt mir später, was ist passiert? Warum er hat gesagt, so, ich bin Betrüger und ich habe ja, nicht gemacht, das war so. Hab ich ihr Geld, hab ich bei ihr Konto oder bei ihr Haus, nehmen ihr Geld nicht. Aber haben hab Sie ja probiert. Was? Sie haben es doch probiert. Wo habe ich es probiert? Ja, Sie wollten doch mit Anydesk auf meinen Computer gehen. Guck mal, wenn Sie ja. sprechen so mit mir, ich komme heute, ja. ich fick deine Frau, okay? Achso, ich hab da gar keine Frau. Ja, bitte? Das ist ein bisschen schwierig. Ich hab keine Frau. Haben Sie keine Frau? Ihre nee. Mutter oder Ihre Schwester? Möchten Sie? Finden Sie das nicht ein bisschen eklig? Möchten Sie machen? Ich bin eine Pedo mit deiner Ach, dachte nicht. Schwester. Ja? Das ist aber jetzt schon sehr so. Interessant, dass später, Sie Später, ich habe Ihre Daten. Guck mal, Sie bekommen eine Strafe, weil Sie sprechen ja. so schlecht mit mir. Und, ja, lachen Sie so. Und später, ich habe Ihre Adresse. Ich habe Ihre Adresse und kommen zwei Polizei für Sie. Okay. Wir machen diese Prozedur, okay? Und ich fick deine ja. Mutter, ich fick deine mhm. Familie, ich fick dein Gesicht, okay? Das findest du, seriös? Ja, ich bin seriös jetzt mit ah, Sie, weil okay. Sie sind eine scheiße Junge, seriös? Eine scheiße Mann, eine mhm. scheiße Lande Kartoffel, okay? Eine Kartoffel, aha. Scheiße Land. So. Ja. Pellkartoffeln sind eigentlich ganz lecker. Fick dich, du scheiße Hogensohn. Schön mit Quark und so. Yeah, verpiss dich, du scheiße Hogensohn. Das ist mit der Serienstreifchen Ja, bitte. Hallo, guten Tag, grüße Sie, Herr Lulu Puschi. Ja. Grüße Sie, Herr Puschi, mein Name ist Nathalie Schwarz, melde mich von Orient-Deal. Können Sie Orient-Deal zuordnen? Nee. Okay, ich helfe gerne an die Sprünge. Wir haben Ihnen circa vor 2 Wochen eine E-Mail zugesendet. Haben Sie die E-Mail bekommen? Putzen Sie sich mal Ihre Nase, bitte. Wie bitte? Ich sage, Sie sollen sich mal bitte Ihre Nase putzen. Ich habe geputzt meine Nase. Keine ja. Sorge. Hört sich aber noch nicht so an. Ja, aber ich muss trinken Medikamente. Ja, aber Sorry. Warum bleiben Sie dann nicht zu Hause? Nicht, dass Sie die Leute da anstecken mit Corona. Nein, ich hab kein Corona, keine Sorge. Nee? Nein, das ist nur eine Erkältung. Aber da steckt man doch die anderen Leute nicht an, da bleibt man doch zu Hause. Ich hab doch geblieben zu Hause, 2 Tage. Ja, aber du bist ja noch nicht fertig mit zu Hause bleiben. Ja, aber ich muss arbeiten. Warum? Bezahlt ja. es nicht die Krankenkasse? Wie bitte? Bezahlt es nicht die Krankenkasse? Doch, aber ich hab mein... Sehen Sie, Sie sind auch... Nee, ich hab mich verschluckt. Ich hab mich an meinem Kakao verschluckt. Ach so, trinken Sie Kakao? Mhm. Das schmeckt jetzt so geil, Mann. Ja, Kakao ist geil. Ja, Herr Pusch, ich war im Hospital 2 Tage, weil ich konnte nicht sehr Luft nehmen. Und, ja. Und du? Weil meine Nase ist voll. Ach so. Ja. Das ist immer gut zu wissen, ja. Es geht nicht runter. Es kommt nicht runter. Die bleibt da. Ich blockiert einfach. Und ich nehme Spray jeden Tag, Medikamente. Es geht nicht. Und heute ich habe die letzte Therapie und ich schaue, was sagt die Doktor. Aber ich habe eine gute Lösung, wie die Nase wieder frei wird. Muss man da in das Spray, muss man okay. ein bisschen Salzsäure mit reinmachen. Okay. Ja, das löst alles gut auf. Ja? Ja. Ich probiere mal das. Das ist gut. Okay.
Herr Pushy. Ja, Pushy Pushy. Lulu Pushy. Ja, Lulu Pushy. Wie ist Ihre Name ganz genau? Lulu, ne? Ja, Lulu Pushy Pushy. Lulu Pushy Pushy. Ja. Oder Luku Pushy. Nee. Okay, weil Ihre E-Mail ist Luku Pushy. Hm. Musste ich so machen, weil die andere schon belegt war. Aha, okay. Hm. So, Herr Pushy. Herr Pushy Pushy. Und ich wollte Ihnen erklären, weil wir sind ein Unternehmen, ein lizenziertes Unternehmen und wir arbeiten mit Rohstoffen, Bitcoins, Aktien und so weiter. Und meine Frage dazu ist, haben Sie Erfahrung gesammelt bis jetzt, Herr Pushy Pushy, mit Online-Trading? Nee, noch gar nicht. Nee, noch gar nichts. Okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, damit können Sie anfangen. Heute in diesem Tag, in dem neuen Monat, haben wir eine neue Kundenakquise für Weihnachten, normalerweise. Mhm. Mit einem Mindestbetrag von 200 Euro, die Geld bleiben in Ihrem Depot, in Ihrem Konto. Sie testen uns mit unserem 100%igen Bonus. Sie bekommen eine kostenlose Schulung und einen kostenlosen Broker dazu. Und normalerweise, Sie erhalten dieses Geld und danach können Sie entscheiden, ob wollen Sie weitermachen oder nein. Mhm. Haben Sie einen Computer, Herr Pushy? Ja. Okay. Soll ich präsentieren unserem Firma? Mhm. Danke sehr. Sie sind aber nett. Ja. Wie alt sind Sie denn? 29. 29? Ja. Okay. Ich bin 25. Okay. Sind Sie verheiratet? Hm. Oh, okay. Haben Sie Kinder? Nee. Mhm. Ich hoffe, Sie machen ein Kind. Das wird nichts. Warum? Weil meine Frau einen Schwanz hat. Was hat Ihre Frau? Ein Schwanz. Ein Schwanz? Ja. Hä? Ja, ist ein Mann. Da funktioniert es nicht so mit Kindern machen. Okay. So, sagen Sie mir, wenn Sie sind in... also, Herr Pusche, Sie haben gar keinen Sex mit Ihrer Frau. Weil ich habe keine Frau, ich habe bloß einen Mann. Wie bitte? Ich bin mit einem Mann verheiratet. Sind Sie schwul? Ja. Ach so, okay, süß, aber... Mhm. Sie sind in einer Beziehung? Verheiratet. Ach so. Mhm. Schön, ich wünsche sehr Glück mit Ihrem Frau. Sind Sie glücklich? Ja. Das freut mich sehr, sehr. Aus welcher Stadt kommen Sie, Herr Pushy? Berlin. Wo wohnen Sie denn? In Neukölln. Ah, ach so, okay. Mhm. Das ist ein schönes... Ich wohne in Friedrichsdorf. Hä? In Friedrichsdorf. Ach, Friedrichsdorf. Hm. Ja. Herr Pushy, aus Neukölln kommen die alles, die großen Banditen von dort. Ja. Ja. Stimmt. Sind Sie auch ein Bandit? Vielleicht. Vielleicht. Herr Pushy, haben Sie Ihren Computer geöffnet? Nee. Okay. Ich nehme Sie sich Zeit. Mhm. Kein Problem. Wo ist Ihre Frau jetzt, Herr Pushy? Das ist eine Frau. Ist ein Mann. Okay. Hm. Sorry. Ist im Bett. Im Bett, ach so, okay. Hm. Sagen Sie mir, wenn Sie sind in Google. Ich soll Google aufmachen. Kann ich mal machen. Können Sie Google machen? Ich mach mal Google auf, Moment. Okay. Oder haben Sie eine Anydesk in Ihrem Computer? Nee. Okay. So, jetzt bin ich auf Google. So, www. O wie Otto. R wie Richard. Ja. I wie Ida. O wie Otto. Ja. N wie Nordpol. Ja. D wie Dora. Das habe ich mich verschrieben. Origin. So, und jetzt? Was haben Sie geschrieben? Das N. Das N. D wie Dora. Hm.
Emil. Ja. Anton. Lulu. Dot oder Punkt. Nur CO. Nicht komm, sondern CO. Co. Ja. Und sagen Sie mir, was sehen Sie? Von Twitter Origin Deals, @OriginDeals, dann auf YouTube, ja, und der Rest ist schon komisch. Wie bitte? Weiß ich nicht, ist von YouTube und Twitter hier, was? Wie meinen Sie? Na. Haben Sie die Seite aufgemacht? Ich habe auf Google eingegeben und sehe jetzt die Ergebnisse. Können Sie die Ldesk installieren? Das was? Damit Anydesk, damit ich kann Ihnen weiterleiten in unserem Homepage. Weiß ich nicht. Geht nicht auf die Seite. Ich verbinde Sie mit unserem Techniker, Herr Buschi, okay? Ja. Mal ein kurzes Moment. Danke. Hallo. Ja. Servus. Schönen guten Tag. Ja. Buschi, mein Name ist Yannick Tjaschwoll vom Unternehmen Orient Deal. Haben Sie die Seite aufgerufen? Ich habe das eingegeben bei Google, so wie ich sollte, aber da kommen ja nur die Google-Suchergebnisse. Nee, Sie müssen das oben auf der Suchleiste eingeben. Ach so, das hat's ja nicht gesagt. Ach so, verstehe. Also O-R-I-G-I-N und dann die... Nee, Sie sind schnell. Ja. O wie Otto. Ja. R wie Richard. Ja. I wie Ida. Ja. O wie Otto. Ja. N wie Nordpol. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emil. A wie Anton. Ja. L wie Ludwig. Punkt. Ja. Cäsar Otto. Dann guck ich nochmal. Ah ja, jetzt eine blaue Seite, ja. Ach so. Haben Sie die Seite aufgerufen? Orion Deal. Hab ich auf, ja. Okay. Haben Sie die Seite auf Deutsch oder auf Englisch? Bitte Englisch. Okay. Sehen Sie da oben auf der rechten Seite Login und Sing Up? Nee. So. Wenn Sie ganz oben auf der Suchleiste über dem Auto steht Sing Up und Login. Bei mir nicht. Nee. Mm-mm. Da steht doch oben, wenn Sie oben. Sehen Sie ein Sportauto? Ja, und darüber steht Orion Deal. Okay. Sehen Sie dort neben dem Sportauto, wo da steht Trade Now? Nee. One broker many possible trades you weigh. Finance marked with a low cost in the industry. Das steht da drunter, ja. Und da steht da drunter Trade Now, ja? Ach da, ja. Wenn Sie da draufklicken, steht da First Name, also Vorname, Nachname, Passwort, Passwort bestätigen, E-Mail bestätigen und dann kommt. Dann wissen Sie, da steht bei der Deutschland oder Germany und dann steht die Telefonnummer eingeben. Und da steht ja die Vorwahl und dann müssen Sie die ohne 0 eingeben, von der 1 aus, Herr Buschi. Sehen Sie das? Die Telefonnummer fängt nicht mit 1 an, die fängt mit einer 3 an. Ja, also ist ja nicht schlimm, wenn das eine Hausnummer ist, ja. Geben Sie ja Ihre Hausnummer ohne die Vorwahl einfach nur drauf, weil die Vorwahl ja immer draufsteht. Verstehen Sie das? Ohne Vorwahl, aber dann können Sie doch gar nicht anrufen. Na, wir kennen die ganze Nummer. Das steht doch für Deutschland von 49, ja? Na, das ist ja die Länderkennzeichnung. Genau, und deswegen haben wir schon, dann wissen wir ganz genau, wie die ganze Nummer lautet. Ja, aber nach der Länderkennzeichnung kommt ja die Vorwahl. Ja, aber Sie müssen ja nicht die Vorwahl eingeben, weil die Vorwahl ist ja 49. Nee, das ist ja die Länderkennzeichnung. Und dann gibt's ja noch die Ortsvorwahl. Ortsvorwahl. Ja, machen Sie das mal mit der Ortsvorwahl. Ja. Aber bei Passwort... Ja, bitte. Ja, bitte, Buschi. Haben Sie das nicht auf Deutsch? Auf Deutsch? Da bin ich... Da müssen Sie das auf Google Chrome auf Settings gehen und das auf Deutsch machen. Das kann ich Ihnen aber später nochmal nachklären. Wäre es okay? Weil denn? Also, ich helfe Ihnen. First Name ist Vorname... Moment. Last Name ist Nachname. Bei Passwort. Bitte. Bitte bei Passwort. Keine Sonderzeichen, keine Punkte und keine Umlauts. Nur Buchstaben und Zahlen. Wieso? Das System nimmt keine Sonderzeichen, keine Punkte und keine Umlauts an. Ach so.
Das habe ich leider, Herr Puschi, nicht gemacht, Herr Lulu Puschi. Ja. Und was muss ich denn eingeben? Also geben Sie ein Beispiel. Also bei, wenn Sie den Vornamen und Nachnamen, also First Name Vornamen und den Last Name Nachnamen bei Passwort zum Beispiel, Puschi 123 ist ein Beispiel. Ja. Ist ein Beispiel nur. Und das Passwort dann nochmal bestätigen, Puschi 123. Und bei der E-Mail-Adresse müssen Sie die E-Mail-Adresse eingeben und die E-Mail-Adresse nochmal bestätigen. Herr Puschi. Ja. Wir haben was gemeinsam, ich und Sie. Ich bin auch schwul. Ach so. Ich bin auch verheiratet. Ja. Ja. Ich bin auch schwul, aber ich komme, also ich habe nette Kollegen, die kommen damit klar. War das auch bei Ihnen so? Ja. Sehr schön. Wo sind Sie denn arbeitstätig? Bei German Drinks. Oh, schön. Da. Ja, meine Gruppe, die nimmt mich so an, wie ich bin. Ich find's schön. Ja. Wo sind Sie denn jetzt angelangt? Bei Country. So, Country. Da müssen Sie jetzt die Telefonnummer eingeben, ja? Country, ja. Germany bleibt und dann die Vornummer. Die Telefonnummer. Achso, da soll jetzt die Telefonnummer. Genau. Und dann, wenn Sie die Telefonnummer eingegeben haben, müssen Sie, und DOB heißt Tag, Monat, Jahrgang. Und warum steht Bob? Also Day over Birthday steht da. Das heißt Day, Month und Jahrgang. Ja. Also die zwei Ds gehören für Day, die zwei Ms heißen für Monat und die vier Y heißen für Jahrgang. Ja. So. Wenn Sie auf Account-Typ gehen, drücken Sie auf Basic. Ja. Und dann sehen Sie ja Promo-Code, stimmt's? Ja. Da müssen dreimal die 9 eingeben, also 999. Ja. Wenn Sie das eingegeben haben, haben Sie einen Enter-Security-Code. Das sind, sehen Sie im letzten Feld, das ist ein schwarzes Feld mit weißen Zahlen, ja? Ja. Die müssen Sie mal dort eingeben im letzten Feld. Einfach mal eingeben. Ja. Ja. Wenn Sie das eingegeben haben, müssen Sie auf Start Trading mal drücken. Und dann kriegen Sie eine Account-Nummer. Was ich fragen wollte, Herr Puschi, darf ich Sie was fragen, Herr Puschi? Ja. Was ist Ihr Traummann? Also von so Schauspielern und so. Der liegt in meinem Bett. Ihr Traummann liegt im Bett. Mein Traummann war immer Guido Westerwelle. Ich finde ihn attraktiv. Er ist doch uralt. Ja, als er jung war er sehr hübsch. Ach so. Das meine ich. Na dann. Haben Sie das auf Start Trading gedrückt? Ja. Haben Sie die nächste Seite aufgerufen? Kommen da so Account Number, also Zahlen? Ja. Das entweder ein Screenshot davon machen oder die Zahlen aufschreiben, das sind Ihre Zugangsdaten. Muss ich aufschreiben. Oder ein Foto davon machen, das sind Ihre Zugangsdaten. Mhm. Und soweit Sie das aufgeschrieben haben oder ein Foto gemacht haben, drücken Sie auf das erste, auf My Account. Ja? Ja. Okay. Haben Sie das gedrückt auf My Account? Ja. Okay. Dann sehen Sie oben zum Beispiel Margin Level, Your Balance, Your Equality, alles auf Null. Sehen Sie das? Mhm. Genau. Dann haben Sie, Herr Puschi, zwei Möglichkeiten. Die Mindesteinzahlung von 200 Euro. Bekommen Sie noch einen Bonus von 200 Euro? Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Einzahlung zu tätigen. Einmal über eine Debitkarte wie Visa oder Mastercard. Das geht in Sekundenschnelle. Dann kriegen Sie den Bonus auch innerhalb von 2 Minuten. Oder über Online-Banking. Das hat dann das dauert dann 24 bis 48 Stunden. Ja. Was nutzen Sie, Herr Puschi, vielleicht eine Kreditkarte? Nee. Online-Banking?
Ja. Okay. Ist die E-Mail-Adresse loco.pushy@gmx.net noch aktuell? Nee. Okay. Haben Sie vielleicht eine WhatsApp-Nummer, eine Handynummer, wo ich Ihnen die Bankdaten oder eine aktuelle E-Mail-Adresse, wo ich Ihnen die Ihre Bankverbindung senden kann? Nee. Nee. Mm-mm. Wie kann ich Ihnen die Bankverbindung denn senden, wenn Sie keine E-Mail-Adresse haben? Ich weiß nicht, Sie können mir die ja sagen. Okay. Haben Sie ja Online-Banking auf? Ja. Ich suche mir die Bankdaten mal raus. Mhm. Okay. Wenn Sie das aufgemacht haben, Ihr Online-Banking, sagen Sie mir Bescheid. Ist auf. Okay. Empfängernamen bei Überweisung, Empfängernamen. Ja. Müssen Sie das Wort Plus eingeben, also P-L-U-S. Ja. Leertaste, eine Leertaste kurz. Dann buchstabiere ich Ihnen C wie Cäsar. O wie Otto. Ja. M wie Martha. Ja. P wie Paula. Ja. O wie Otto. Ja. N wie Nordpol. Ja. E wie Emil. Ja. N wie Nordpol. Ja. T wie Theodor. S wie Siegfried. Ja. Leertaste. Kleines S. Kleines S wie Siegfried. Ja. Nach kleines S wie Siegfried ein Punkt. Ein Punkt, ja. Dann ein kleines R. Ja. Punkt. Ja. Kleines O wie Otto. Punkt. Ja. Okay. Dann gehen Sie bei der IBAN, schreiben Sie ein großes B wie Bertha. Ja. Ein großes E wie Emil. Ja. Dann schreiben Sie 04. 04, ja. 96. 96. 72. Ja. 86. Ja. 52. Ja. 51. Ja. 31. Ja. Okay. Bei Verwendungszweck schreiben Sie das Wort P, ich buchstabiere es Ihnen, P wie Paula. Ja. A wie Anton. Ja. Y. Ja. M wie Martha. Ja. E wie Emil. Ja. N wie Nordpol. C wie Theodor. Ja. Leertaste. Ja. F wie Friedrich. Ja. O wie Otto. Ja. R wie Richard. Ja. Leertaste. Leertaste. Ein großes O wie Otto. Ja. Ein kleines R wie Richard. Ja. Dann D wie Dora. Ja. E wie Emil. Ja. R wie Richard. Leertaste, dann geben Sie 01. 01. 1-2. 1-2. Großes L. Ja. Großes P. Ja. Und dann gehen Sie auf Betrag. Ja. Betrag 200 Euro. Ja. Und dann gehen Sie das auf Weiter. Dann müssen Sie das dann, wenn Sie auf Weiter drücken, dann müssen Sie irgendwann das mit der TAN-Generator bestätigen, ja? Ich brauche erstmal die BIC. Ja, die BIC, die kommt ja eigentlich selbst, also die Swift, also Swift BIC. Ist TR, also T wie Theodor. Ja. R wie Richard. W wie Wilhelm. I wie Ida. Ja. B wie Bertha. Ja. E wie Emil. Ja. B 1. Ja. Und dreimal X. Ja, und dann? Und dann haben Sie auch alles aufgefüllt, oder? Dann müssen Sie auch weitergehen. Ja. Dann müssen Sie das mit dem TAN-Generator bestätigen, dann die Einzahlung. Nee. Wie machen Sie das dann? Muss man nicht, kann man machen. Aber muss man nicht, kann ich, weiß ich. Die also zu 99% bestätigen Sie das mit dem TAN-Generator. Ja. Sie sind eigentlich jetzt der Einzige. Man muss, oder die meisten auch per Handy, aber geht das Ihnen bei ohne TAN-Generator durch? Man muss ja nur den TAN bestätigen, wenn man noch wirklich überweisen will. Ja. Mhm. Wenn man das überweisen tut, muss man das mit dem TAN-Generator eingeben. Ja, wenn man das will, ja. Und das heißt, Sie wollen es nicht? Ja, genau. Ich habe euch ja nur verarscht.
Wirklich? Ja. Oh mein Gott, wieso machen Sie sowas? Um eure Zeit zu verplempern. Ach, Herr Lollopuschi, warum? Na, warum nicht? Kann man doch mal machen. Ich meine... Nö, finde ich jetzt un... Schön, wenn bei unseriösen Firmen ein Schaden entsteht. Ach, Herr Puschi, wieso machen Sie so einen Scheiß? Nur weil ihr doch Betrüger seid. Wie kommen Sie denn da drauf? Ja, das ist doch offensichtlich. Woran ist das denn offensichtlich? Ich habe mir jetzt extra eure IBAN auch aufgeschrieben, damit ich das melden kann. Ach so. Ja, damit das Konto dann schnell gesperrt wird. Ach, Herr Puschi. Ja, ich weiß, ihr habt noch ganz viele andere Konten, aber ihr ruft mich ja noch ein paar Mal an unter anderen Namen, da gehe ich dann mit einer anderen Stimme ran und dann kriegt ihr das gar nicht mit, dass ich eins nach dem anderen dicht machen lasse von den Konten. Hm, verstehe. Schlau, ne? Nee, schlau ist das nicht, also sie können lizenzierten Firma sowieso nichts tun. Tja. Ich hoffe, dass ihr bald in den Knast kommt für das, was ihr da anstellt. Ja. Sind ja erst 170 Plattformen hops genommen worden, ja? Ihr seid auch bald dran. Ja, Herr Puschi. Dann wollen wir mal sehen, ob wir dran sind oder nicht. Mhm, sehen wir dann. Vielleicht habe ich euch ja mal am Telefon, wenn euer Goldcenter gestürmt wird. Das wäre schön. Wenn was, meinen Sie? Na, wenn euer Callcenter von der Polizei gestürmt wird, dann habe ich das vielleicht auch auf Audio. Ach so. Ja. Kann sein. Mhm. Aber vielleicht sind wir auch kein Callcenter. Na, was denn sonst? Vielleicht sind wir auch ein seriöses Unternehmen. Woher wollen Sie das denn? Nee, das ist ja Quatsch. Ein seriöses Unternehmen hat zum Beispiel ein Impressum. Dann, Herr Puschi, wenn Sie da dran belegen, ein Impressum braucht man ja in der Schweiz, Österreich und... Und in Schweiz, Deutschland, definitiv. In Deutschland, aber nicht, wenn man seinen Hauptsitz in London hat. Doch, auch dann. Nein, wenn man in Deutschland verkauft, muss man in Deutschland auch das Impressum haben. Naja, Herr Puschi, ich weiß Bescheid. Servus. Ja, ich ja auch. Ja? Hallo, Wolfgang Wurstwasser? Ja, Wurstwasser hier am Apparat. Entschuldigung, können Sie noch eine Zeit sprechen? Was? Ich bin Chelsea Becker. Ich sehe, dass Sie eine Anfrage auf unserer Webseite Bitcoin System Germany lassen. Alles ist gut? Können Sie da mal einen Satz draus machen? Ich bin Account Manager der Unternehmens Bitcoin System Germany. Auch ich werde Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Melden Sie das? Das eine Investierung unternehmen. Zum Beispiel, wir investieren in verschiedene Finanzmärkte und wir helfen unserem Kunden, personale Finanzanalyst zu suchen. Haben Sie schon Erfahrungen in Investitionen? In was? Haben Sie schon eine Erfahrungen in Investitionen? In Handel? Weil das ergibt doch keinen Sinn. Oh, ich höre zu schlecht. Können Sie bitte nochmal sagen? Was denn? Okay, wir investieren in verschiedenen Finanzmärkten. Zum Beispiel Forex, Devisenmarkt, der große internationale Markt, auf dem Währung gehandelt werden. Und zweite Möglichkeit, die Investierung in Aktienmarkt. Das ist eine aktive, ein Wertpapier oder dem Eigentum, das Recht gibt an. Und dritte, der große Markt, Rohstoffmarkt. Rohstoffe wie Öl, Silber oder Gold, natürliche Ressourcen, die Lösung aus ihren natürlichen Quellen noch keine Bearbeitung erfahren haben. Und dritte, vierte, Kryptowährungsmarkt. Kryptowährung ist eine Art von digitalem Geld,
auf der die Technologie der Datenverschlüsselung basiert. Ihre Hauptmerkmale sind Anonymität, Dezentralisierung, Sicherheit und direkte Transaktionen. Haben Sie schon einige Erfahrungen in Investierung in verschiedene Märkte? Wissen Sie etwas darüber? Auf welche Frage soll ich denn zuerst antworten? Können Sie bitte nochmal sagen? Na, auf welche Frage soll ich denn zuerst antworten? Zum Beispiel, wo lebt und wo leben Sie und was haben Sie für Interesse? War das eine Frage? Ja, damit ich das beste Angebot für Sie finden kann. Und okay, auf in unserem Investierungssystem haben wir verschiedene drei große Vorteile von unseren Kunden. Das erste, die kostenlose Lernungen. Zweite, automatisch Bot. Und dritte, eine personale Finanzanalyst, der wird richtige Rat für Sie finden. Und meine Arbeit ist nur, Ihr Konto zu aktivieren. Und ich würde persönlichen Finanzanalyst für Sie suchen und damit benutze ich einige Informationen von Sie. Hallo? Ja. Hallo. Okay. Kann ich Sie zu meinen Kollegen Finanzanalyst geben? Für 2 Minuten? Mhm. Mhm. Danke. 1 Minute. Hallo? Ja. Hallo, hier Wurstwasser? Ja. Lea Rottenberg ist mein Name und ich weiß nicht, was die Kollegin schon erzählt hat. Haben Sie eine Frage oder was wurde schon erzählt? Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Ach so, Sie haben einfach nicht verstanden, warum es geht. Okay. Also, wir sind aus Qualitätsmanagement Controlling für deutsche Region von der Trading-Plattform Bitcoin-System. Und wir befragen unsere Kunden, ob sie zufrieden sind mit ihren Investitionen, ob mit ihrem Tradingskonto alles gut läuft oder sie haben irgendwelche Beschwerden dann. Deswegen rufen wir an. Ja, Beschwerden habe ich momentan. Ich habe Durchfall. Oh mein Gott. Sollen wir sie zurück anrufen, damit sie damit wahrscheinlich bequemer wird in ein paar Stunden? Oder? Was? Ich meine, so sollen wir sie zurück anrufen, damit sie ihre Geschäfte in Ruhe machen können? Sie haben doch nur nach den Beschwerden gefragt. Was kann ich denn da machen? Nee, ich meinte andere Beschwerden. Zum Beispiel wurden sie von Brokerfirmen kontaktiert und ob sie mit Finanzberatung zufrieden sind oder nicht, ob mit ihren Investitionen alles gut läuft oder haben sie irgendwelche Wünsche? Das ist alles tutti. Alles läuft? Ja. Oh, gut, also das heißt, Sie haben einen Account erstellt und haben Deposit da drauf und Sie erzielen Geld dann, ja? Sie haben ein Zusatzeinkommen und alles läuft prima, ja? Mhm. Sehr schön, sehr schön. Und bei welcher Firma, wenn ich fragen darf? Und wie viel Profit momentan machen Sie pro Monat, damit ich das überprüfe? Wie viel Zusatzeinkommen bekommen Sie durch dieses automatisches Trading-System? Haben Sie bestimmt, ja? Oder arbeiten Sie mit Finanzanalytiker zusammen? Nö, das mache ich alleine. Machen Sie alleine? Aber haben Sie kein Bot, kein automatisches Trading-System? Nee. Oh,
Das ist aber so, das ist ein Wunder für mich. Und auf welche Plattform, wenn ich fragen darf, auf welche Finanzmarkt? Ist das Forex oder Kryptowährungsmarkt oder Arabisch Erdöl? Ist Forex. Forex? Forex, super. Und mit Forex sind wir zufrieden, ja? Ja. Sehr schön, sehr schön. Und hat jemand schon für Sie angeboten andere Märkte? Weil außer Forex gibt es auch so Stoffmarkt oder Aktienmarkt. Würden Sie Interesse auch dran haben? An was? Würden Sie Interesse an anderen Märkten haben? Würden Sie auch so mit Finanzanalytikern arbeiten zusammen und mehr Geld verdienen? Haben Sie so dran gedacht? An was habe ich gedacht? Dass Sie mit Finanzanalytiker zusammenarbeiten und nicht auf Forex-Markt treten, sondern auf Aktienmarkt oder auf Kryptowährungsmarkt. Weil momentan ist zum Beispiel auf Aktienmarkt sind die chinesischen Firmen, die machen ganz viele Profite dann, über 30% dann monatlich dann. Haben Sie so ein Interesse dran? Möchten Sie mit einem Makler, mit einem Broker arbeiten, mit einer seriösen Firma zusammen? Ja, meinetwegen. meinetwegen heißt ja oder nein oder... Ja. Also, ja. Also, dann, es geht um Folgendes dann. Wir bieten folgende Leistungen für Sie. Dann, ich weiß nicht, was meine Kollegin schon erzählt hat. Also, unsere Leistungen sind kostenfrei für Sie. Sie bekommen ein Bot auf Ihrem Handy. Das ist Software. Mhm. So ein automatisches Trading-System. Das ist ein Roboter. Er wird für Sie am Markt analysieren und Tipps geben, wo Sie am besten Ihr Geld investieren können. Zwei Leistungen ist Beratung von unserer Finanzanalytiker. Unsere Finanzanalytiker werden für Sie eine Strategie entwickeln und empfehlen, auf welchem Markt man mehr Prozent ankriegen sollte. Weil sie analysieren jeden Tag die Finanzmärkte. Sie gucken dann, was Gold kostet oder was Erdöl kostet und welche in arabischer Region oder keine Ahnung dann wo. Und er wird mit ihnen das besprechen. Und sie werden dann ihr Geld investieren in solche Firmen, welche Firmen Profite machen, welche erfolgreich sind momentan. Und es gibt auch dritte Leistung, aber wenn Sie schon Erfahrungen haben, ich weiß nicht, ob das interessant für Sie ist, das ist so ein Bildungsangebot, weil unsere Kunden bekommen auch so viele, viele Materialien über unterschiedliche Finanzmärkte, damit sie am Ball bleiben. So ist das. Und diese Dienstleistungen bekommen unsere Kunden, wenn sie einen Account aktivieren. Also, dieser Account wie ein Konto, zum Beispiel in Sparkasse oder Deutsche Bank. Also, das gehört Ihnen, dieses Konto. Aber das ist auf Tradingsplattformen. Heißt Handelskonto. Sie legen ein Deposit. Sie fangen mit Deposit, weil sie verstehen, von kein Cent kann ich dann nichts kaufen, keine Aktien dann. Und dann sie legen Deposit drauf und von diesem Deposit wird gehandelt dann. Sie probieren zuerst mit kleineren Summen und dann, wenn sie sehen, das geht, das funktioniert, dann werden Sie mit Finanzanalytiker die weitere Strategie dann besprechen. Ist das interessant für Sie? Ja, klingt ganz nett.
Also, und um ein Konto zu aktivieren, braucht man ein Deposit. Haben Sie eine Visum-Karte oder ein Mastercard? Ja. Visa, ja? Uh-huh. Visa oder Master? Ja. Also, dann, also, und möchten Sie mit 500 Euro anfangen oder mit 1000? Ja, das Letzte. Bitte, warten Sie mal. Schreib mal bitte mir das und das. Also, meinen Sie mit 500, oder? Nee. Mit 1000 möchten Sie anfangen? Okay, gut, dann, Herr, also, Herr Buswasser, so, sind Sie, ich gehe davon aus, Sie sind über 18, ja? Ja. Sehr schön. Und in welchem Bereich arbeiten Sie? Verstehen Sie mich bitte richtig, weil Investitionen, das ist eine seriöse Sache, das ist kein Casino-Spiel. Sondern wir brauchen dann einfach ein paar Infos. Sie sind über 18 und in welchem Bereich arbeiten Sie? In welchem Bereich? Ja, oder sind Sie ein Rentner? Nee, kein Rentner. Ah, das ist gut. Und in welchem Bereich arbeiten Sie? Esoterik. Esoterik, wow, wie schön, wie toll. Wissen Sie was, Sie können nicht glauben. Ich hatte so als Hobby vor 3 Jahren angefangen mit Esoterik. So, und sind Sie Astrologe oder Kartenleger? Nicht Leser, Kaffeesatz. Bitte? Kaffeesatzleser. Kaffeesatzleser. Wow, das ist aber kein, das ist aber keine richtige Esoterik. Weil, kennen Sie sich bestimmt aus mit Tarotkarten oder mit, mit Numerologie? Kennen Sie sich? Nee, ich mache nur Kaffeesatz lesen. Nur Kaffeesatz? Und verdienen Sie Geld auch dabei? So lesen Sie für Ihre Freunde? Es tut mir leid, wenn ich so sage, aber meine Freundinnen sagen mir auch, du musst lieber dann so diese Kaffeesatz lesen als Tarotkarten. Als Tarotkarten legen dann. Also, Sie haben aber über diese Telefonnummer kein WhatsApp. Richtig? Ja. Unter welcher Telefonnummer haben Sie ein WhatsApp, damit ich für Sie eine Nachricht schicke? Weil unsere technische Abteilung erstellt für Sie ein Link. Dieser Link wird für Sie erstellt, wo man durch diesen Link kann man Handelskonto aktivieren. Unter welcher Nummer können wir Sie über WhatsApp erreichen? Ich habe kein WhatsApp. Ach so, Sie haben kein WhatsApp. Haben Sie dann Post, E-Mail? Ja. E-Mail, okay, gut. So, dann ich überprüfe noch. Sagen Sie mir bitte Ihre Mailadresse. Haben Sie die nicht? Also, steht bei mir, da steht ganz, ganz lange E-Mail-Adresse. Ja, halt, ich hoffe, das mal vor. Also, warten Sie mal, das ist so, ich habe meine Brille. Ich brauche ehrlich gesagt zwischendurch meine Brille dann. Also, das ist so EO-Doppel-L, dann E, dann Wurstwasser mit großer Buchstabe W und dann kaufen mit großer Buchstabe K und dann S-Zeichen und dann M wie Martha, D wie Dora, C wie Cäsar, C wie Cäsar, F, U, N und dann D, ja? Ja, klingt gut. Klingt gut. Ist das, hoffentlich ist das richtig. Also, so. Unter dieser E-Mail-Adresse
Sie bekommen einen Link von uns. So, ich muss dann unsere technische Abteilung kurz noch informieren, damit sie Link erstellen. Warten Sie mal ganz kurz. So, und dann alle so. Und Sie bekommen ein Link von mir. Ich bin die ich bin die Koordinatorin von unserer Abteilung und heiße Lea Rottenberg. So. Dann haben Sie jetzt Zugang zu Ihrer E-Mail? Ja. Sehr schön. Dann ich würde dann jetzt gerade eine E-Mail zu Kontakt einfach schreiben. Also damit wir im Kontakt bleiben. Warten Sie mal. Also. So. Als Subject schreibe ich meinen Namen einfach von Lea Rottenberg, okay? Sie können mir einfach etwas Hallo schreiben, okay? Meinetwegen. Okay. Also, ich schicke E-Mail. Also, und Sie haben aber mir nicht geantwortet, in welche, oder ich habe so am Ende des Tages bin ich auch ein bisschen müde. Haben Sie mir geschrieben, es tut mir leid, oh, meine Güte. Haben Sie mir gesagt, in welche Bereiche arbeiten Sie? Ja. Könnten Sie bitte nochmal sagen? Ich habe ja. In welche Bereiche arbeiten Sie? Esoterik. Ach, nee, ich meine andere Bereiche. Esoterik, das ist ein Hobby. Nee. So, da kann ich seriös sein. Und so. Wie viel verdienen Sie mit Esoterik? Na, genug. Genug? Was heißt genug? Verdienen Sie über, weiß ich nicht, 2.000, 3.000, 4.000 Euro monatlich? Na, ganz so viel nicht, aber es reicht. Also nicht viel, aber das reicht, ja? Ja. Wie viel, wenn ich fragen darf, weil ich mit meiner Esoterik, ich weiß nicht, ob ich anfangen soll oder lohnt sich das überhaupt oder lohnt sich nicht. Wie kriegt man das, wenn man so einige Kunden hat, wenn man 10 bis 20 Kunden pro Monat hat, wie viel kann man kriegen dann? Na, insgesamt habe ich so 1.000 bis 2.000 Euro und am Tag sind so ungefähr 10 Kunden. Okay, alles klar. So, und dann haben Sie E-Mail bekommen? Nee. Noch nicht? Nee. Also, sollen wir nochmal Ihre E-Mail-Adresse überprüfen? Ja, lesen Sie mal nochmal langsam. Dann lese ich nochmal, was Sie gesendet haben. Ja. Also, das habe ich. Erste Buchstabe, große E. Ja. E wie Emil, dann war O wie Otto, dann L wie Ludwig, dann E wie Emil, ja. Dann große Buchstabe W, ja. Wie Wolfgang, ja. Dann U wie Ute, R wie, habe ich vergessen, also wie rote Farbe einfach, also ja. S wie Siegfried, T wie Theodor. Ja. T wie Theodor. Und dann weiter. Also Wurstwasser einfach, Ihre Familienname. Und dann mit großen Buchstaben K kaufen. Dann E-Zeichen. Dann M wie Martha, D wie Dora, C wie Cäsar, C wie
Dollar. F für wir fahren zu nach Düsseldorf, die F dann, okay? Ich weiß nicht, ob Sie ein Fan sind, aber ist egal. Dann U wie Uta, N wie Nordpol.de. Ist das richtig? Ist das richtig? Ja. Ja, komisch. Und warum haben Sie keine E-Mail bekommen? Weil ich habe E-Mail gesendet und dann bei mir steht, das ist rausgegangen ist. Machen Sie noch mal so auf Update. So. Machen Sie auf Update. So, so. Schauen Sie mal Ihre E-Mail nochmal. Ja. Haben Sie gefunden jetzt E-Mail von mir? Muss ich mal gucken. Ja, schauen Sie mal bitte, aber bleiben Sie, legen nicht auf. Sie können dann auf Lautsprecher klicken und dann einfach mich liegen lassen. Und dann schauen Sie mal Ihre E-Mail-Adresse, so ob Sie einen Brief von uns bekommen haben, ja? Ja, dann lasse ich Sie jetzt liegen. Okay. Also, hören Sie mich noch? Hallo? Hey, vielen Dank, dass du bei unserem Hörspiel Kakerlakenparty eingeschaltet hast. Wenn du magst, siehst du jetzt hier noch eine etwas größere Playlist mit einer viel größeren Auswahl und noch vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Schau auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.